Willkommen bei Tech Barbecue. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Nach langer Abstinenz gibt es jetzt endlich wieder ein Video. Und ihr fragt euch sicherlich, warum sieht der Typ eigentlich viel beschissener aus wie sonst eigentlich? Ja, ich habe es geschafft, mir bei gefühlten 180 Grad Außentemperatur eine Erkältung einzufangen. Meine Mama ist bestimmt stolz auf mich. Aber nichtsdestotrotz, ich will heute endlich wieder was mit euch grillen. Und wir grillen heute ein schönes Maishähnchen. Und wie man das macht, das zeige ich euch jetzt. Das Wichtigste bei einem richtig guten Grillhähnchen ist natürlich eine super Gewürzmischung und die mischen wir natürlich selber an. Ich habe hier ein paar Zutaten dafür vorbereitet. Wir haben hier 3 Teelöffel Salz, 2 Teelöffel Paprikapulver edelsüß, einen halben Teelöffel Rosmarin gemahlen, einen halben Teelöffel Cayennepfeffer, 1 Teelöffel geräuchertes Paprikapulver, 1 Teelöffel gemahlenen schwarzen Pfeffer und 1 Teelöffel Knoblauchpulver. Und zack, mit der Videoschnittmagie ist unser Rub jetzt fertig. Ohne irgendwelche Zusatzstoffe, wer es gerne etwas schärfer mag, kann auch mehr Cayennepfeffer dazu tun. Und wenn da Kinder mitessen, der kann natürlich auch den Cayennepfeffer komplett weglassen. Ein richtig schön dickes Maishähnchen und wie man sieht, ich habe schon ein bisschen Bondage gemacht. Okay. Dass die Flügel an den Seiten nicht abstehen während dem Grillen. Das würde ich auch jedem empfehlen. Auch hinten nehmt einen Metzgersgarn, das ist auf jeden Fall hitzebeständig. Ihr seht schon, die Haut, die ist richtig trocken. Und damit der Rub auch richtig ordentlich aufgenommen wird, nehmen wir jetzt hier ein bisschen Öl. So, dass es richtig schön glänzt. Nimmt dafür am besten ein hocherhitzbares Öl. Ich habe jetzt hier ein Rapsöl. Wenn ihr ein Olivenöl verwenden wollt, nimmt dafür kein kaltgepresstes. Am besten ein warmgepresstes, weil das hält dann die höheren Temperaturen auf jeden Fall stand. Als nächstes kommt jetzt unser Rub drauf. Und ihr seht, die Menge, die langt perfekt für so ein mittelgroßes Hähnchen aus und ist schön gleichmäßig einmariniert. Das Setup auf unserem Gasgrill sieht wie folgt heute aus. Einmal die Heckbrennerabdeckung abnehmen, Drehspieß mit Hähnchen einstecken, die Schale aus dem schwedischen Möbelhaus unterstellen, den Heckbrenner zünden und auf mittlere Stufe einstellen, den Motor einschalten und den Motor so einstellen, dass sich das Hähnchen immer wieder vom Heckbrenner wegdreht. Sollte jetzt Saft austreten, wird der automatisch immer wieder hochgezogen und so bleibt das Hähnchen schön saftig. So, man sieht jetzt schon, jetzt sind 1,5 Stunden rum und der Vogel hat richtig schön Farbe bekommen. Wir haben jetzt auch 75 Grad plus, also zwischen 75 Grad und 80 Grad sollte der innen drin haben. Dann ist der perfekt fertig. Ich habe ihn jetzt runtergenommen vom Grill, der ist richtig schön goldbraun. Jetzt schneiden wir den mal an. Wisst natürlich, was jetzt kommt. Ich muss probieren. Auf euch. Boah. Geil. Boah. Mega. Wow, die Gewürzmischung, die ist richtig super. Und das Hähnchen ist absolut on point. Also, das müsst ihr unbedingt mal nachmachen. Das macht richtig Spaß. Sowas. Und schreibt mir da mal unten in die Kommentare rein, wie es euch so gefallen hat und wie euch vor allen Dingen die Gewürzmischung geschmeckt hat und ob ihr da auch ein bisschen was angepasst habt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr mir ein Like, wenn ihr es nicht schon getan habt, doch ein Abo dalassen würdet. So würdet ihr den Kanal richtig weit mit voranbringen und wir sehen uns dann gleich beim nächsten Video. Euer Mike von Tech Barbecue.